Ich bin ja getauft, konfirmiert und mit den 10 Geboten im Rücken aufgewachsen. Aber ich denke, es braucht mal ein Update dieser 10 Gebote. Guten Morgen! Ich habe mittlerweile der Institution der Kirche den Rücken zugewendet, weil ich fühle, dass es nicht einen Gott gibt, sondern wir alle Gott sind. Auch geben die 10 Gebote kaum noch wirkliche Orientierung in unserer modernen Zeit. Und daher, ja, ist es Zeit für 10 neue Gebote. Und da nur Gott neue 10 Gebote verfassen kann und wir alle Gott sind, steht es jedem zu, sich über neue Gebote Gedanken zu machen. Mein Vorschlag wäre der folgende. Erstes Gebot. Sei ehrlich und offen mit allen Menschen. Lüge nicht, um einen Vorteil zu bekommen. Zweites Gebot. Besitze nicht mehr, als du für notwendig erachtest. Denke darüber jede Woche nach. Drittes Gebot. Begrüße das Leid und nutze es. Geh in Kontakt mit Leidenden und versuche es nicht zu vermeiden. Viertes Gebot. Sammle keinen Reichtum an, während andere Lebewesen hungern. Fünftes Gebot. Dränge keinen anderen Menschen dazu, deine Überzeugung zu übernehmen und danach zu handeln. Sechstes Gebot. Gehe nicht davon aus, dass dein Wissen richtig ist und habe genug Demut, anderes Wissen zu tolerieren. Siebtes Gebot. Behandle deinen Körper verantwortungsvoll. Führe ihm gesunde Nahrung und ausreichend körperliche Aktivität zu. Achtes Gebot. Bleibe achtsam in dem, was du tust. Entscheide dich für Bewusstheit oder für Bewusstsein in jedem einzelnen Augenblick und suche keine Zerstreuung. Neuntes Gebot. Geh keiner Arbeit nach, die anderen Menschen oder der Natur schadet. Wähle einen Beruf, der die Welt besser macht und dich ernährt. Zehntes Gebot. Lass dich von keiner Religion oder Wissenschaft leiten, sondern höre auf dein Herz und handle danach. Und wenn du soweit bist, vergiss die 10 Gebote. Das ist alles nichts Neues, aber es hilft in unserer heutigen Zeit wirklich etwas mehr Orientierung zu finden. Das sind 10 Gebote, an denen ich mich orientiere. Ich fülle sie nicht alle perfekt aus und das werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber darum geht es nicht. Es geht um eine echte Basis im Leben. Einige fragen mich immer, wie ich so sein kann, wie ich bin, mit der ganzen Liebe und so weiter. Aber handle einfach nach diesen 10 Geboten und du wirst recht schnell merken, wie das dein Leben verändert, wie du dich veränderst. Ich habe da auch mal ein Video gemacht, wie ich mich verändert habe, hier oben in der Infokarte. Lasst uns auch gerne darüber in den Kommentaren austauschen und wenn ihr sie gut findet, dann gebt einen Daumen nach oben und wenn ihr sie nicht gut findet und wenn sie nicht eurem Zeitgeist entsprechen, dann nach unten. Ich habe die 10 Gebote der Übersichtlichkeit noch einmal unten in die Infobox geschrieben, mal zum Nachlesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Diskussion.